Ich habe nur deshalb gelacht, weil der Herr Trittin gerade spricht über Politiker und Geschäftsleute. Da muss ich Herrn Trittin mal fragen, Sie sind ja nun in der Politik, Sie sind ja noch Politiker. Wie weit haben Sie es denn gebracht in Deutschland? Sie sitzen auch noch ganz unten, Sie sind ja nicht oben. Also hat Ihre Politik nichts gebracht. Ist doch ganz einfach, oder? Ich meine, verarschen können wir uns ja selbst. Ich meine, Sie verarschen sich doch selbst. Sie sind doch nicht oben. Wo sitzen denn die Grünen? Ist doch nicht sie laufen. Läuft überhaupt gar nicht in Deutschland. Nein, lassen Sie ihn. Bitte schön. Aber möglicherweise ist tatsächlich das eine Haltung, die uns auch begegnen wird, Herr Kujat. Ich kann ruhig über Herrn Trittin. Er war mit mir vor 25 Jahren am Karnevalszug in Köln. Ich kenne ihn gut. So. Er ist ein Guter, aber er ist kein Politiker. Alles Geschäftsleute. Er wäre ein guter Geschäftsmann. Anders als Sie weiß ich, dass am Aschermittwoch der Karneval vorbei ist. Darf ich eine Frage noch stellen? Abschließend. Richtig so. Viele Unterstützer machen jetzt Karriere in Washington. Haben Sie eigentlich auch eigene politische Pläne? Ich habe irgendwo gelesen, Sie wollen als Konsul nach Deutschland kommen. Ist das so? Oh Gott. Als Botschafter. Na ja, gut, ich habe sehr gute Beziehungen. Ich habe sehr gute Beziehungen zu den Republikanern, sehr gute Beziehungen zu Trump. Natürlich, wenn ich in Washington bin, werde ich mich umhören, ob ich das machen kann. Ja. Was macht denn ein Generalkonsul? Der macht eigentlich gar nichts. Seht doch, der Generalkonsul kommt bei uns immer auf die Partys. Der ist jeden Tag auf einer Party irgendwo. Party ja, gehen kann ich auch. Wenn das können Sie auch. Generalkonsul in Dessau, das wäre doch was, Herr von Anhalt. Das ist eben ein kleines Bomber, was wir jetzt fertig. Ich danke Ihnen sehr herzlich nach Los Angeles, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in das, was man denkt, wenn man Trump gut findet. Und ich wünsche Ihnen für die politische Karriere, sollte sie denn kommen, eine glückliche Hand. Vielen herzlichen Dank nach Los Angeles, Prinz Frederik von Anhalt. Das hätte Trump sagen gerne, können gerne. Persönlich. Dankeschön. So redet Trump. Ich habe nur deshalb gelacht, weil der Herr Trittin gerade spricht über Politiker und Geschäftsleute. Da muss ich Herrn Trittin mal fragen, Sie sind ja nun in der Politik.